Aber dann versuche ich, ganz stabil reinzukommen. Und das ist eben dann immer wieder diese Aufgabe. Rhythmus, starker Galopp, hetze dann dementsprechend das Pferd. Ich sage, na, was sieht ihr schon an? Sie weiß es, logisch. Und ich habe es jetzt gesagt, also lange nicht gewechselt seit dem letzten Turnier, weil ich dann jetzt schon ein bisschen Winterpause mit ihr gemacht habe, was das anging. Dann war es jetzt schon noch so ein bisschen im langer Zügelmodus von den letzten Shows. Aber dann hole ich sie mir immer wieder zurück, korrigiere das auch wieder, bringe sie da wieder noch wieder im Kopf auch zurück. Ne? Wenn man dann zu lang am langen Zügelwechsel, dann werden die einfach unwahrscheinlich selbstständig, Fehler passieren. Deswegen dann da immer wieder die Fehler korrigieren. Man kann schon mal in der Show drüber schauen natürlich, aber danach alles immer wieder zurückholen, wieder korrigieren. Das ist eben einfach so eine Lebensaufgabe, dass man da nicht verpasst, wieder an den Basics zu arbeiten. Wie gesagt, die stabile Schulter, die stabile Körperposition ist der gravierendste Unterschied, den man aus der, von der Green dann langsam rausbaut. Sieht man auch, wenn man eine Green anschaut oder eine Junior und eine Senior, dass eben die Pferde viel mehr geradeaus laufen sozusagen. Und das ist da das A und O.